Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA 3 Part 14. So, oh, da ist kein geparktes Auto, schade. Dann müssen wir uns eben deins holen, ganz einfach. Panzerfaust M4, oh yeah, K47. Yeah. So, wo ist ein Wagen hier? Ein schöner Wagen. Ich habe gesagt, ein schöner Wagen. Ich habe gesagt, ein schöner Wagen und die Maus ist wieder verstellt. Moment, ich sehe schon. Ich sehe es schon. Moment. Ja. So. Wer hat einen schönen Wagen hier? Nee. 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 Nein. Oh ja. Da ist mir auch gerade scheißegal, wenn der Polizist das da sieht. Na egal. Naja, kannst du mich gerne rausholen. Oh, der hat es auch fast geschafft. Ich glaube es auch. So, dann wollen wir mal zu den lieben Typen mit den R da hängen. Und ja, mal gucken, was er heute für uns hat. Ich hoffe mal, dass gleich der Polizeistern da weggeht. Der nervt ein bisschen jetzt gerade. Ah, okay, jetzt ist er weg. Das ist doch super. So, super geparkt. Mal gucken, was er hat. Brennende Beweise. Die hat er. Er ist schon wieder auf Klo. Jetzt gucken wir wieder, wo der ist. Genau da ist er. I know a real important man in town. A soft touch with, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it. We're both going to do pretty well out of this, kid. Gut, wo ist mein Wagen da? So. Warum ist der Sender verstellt? In der Kack. Den Sender will ich haben. Dann wollen wir mal dahin. Und mal gucken, was er Schönes für uns hat. Ach, da ist er auch schon. Ja. Ne? Ah. Beweisfotos. Ach, ich muss dann immer aussteigen und so weiter. Ach, der kommt mir doch gleich. Auf jeden Fall braucht man für die Mission einen schnellen Wagen. Und dann auch noch Cops am Arsch. Das freut mich ja sehr. Lass die Beweisfotos fallen, du Sau. Aussteigen eben. Danke, und da kommen auch schon die Cops wieder an. Nein, du wirfst mich nicht raus. Kannst du abhaken. Nix da. Ich brauche noch meine Beweise. Ich brauche die noch. Sorry, dass ich dich so weit weggerammt habe. Ja. Ja. Bla, blub. Tschö. Oh, verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Ich leih mir mal eben den Wagen hier aus, Kollegen. Danke, ich wollte schon sagen, wie kann ich diese verfickte Sirene ausmachen? Aber ich habe sie ausgekriegt. Boah, ist gar nicht so leicht. Es läuft noch gut. Wieder ein Beweis. Naja, jetzt schießt er wieder auf mich. Der Wagen ist sicher dann auch gleich hin. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen und es regnet wieder. Woran ich es merke, genau.
an den Ton. Und den Regen sieht man ja hier nicht bei der tollen PC-Version. Beziehungsweise bei meiner. Warum auch immer. So. Ja, ich bin schon wieder weg. Ihr könnt schon gleich wieder einsteigen. Ich steige mal kurz aus und wieder ein. Und aus wieder und wieder ein. Sieht ein bisschen komisch aus, ist aber so. So. Ich glaube, das ist dann der letzte Beweis hier. Jawohl. Endlich danke. So. Das wäre geschafft. Explodier, du Sau. Eine Frage, wie viel hält er aus? Oder muss ich meinen Wagen explodieren lassen? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Muss ich den Wagen von denen explodieren oder? Aber es ist ja auch gar kein Ziel mehr da, aber ich explodiere den Wagen mal trotzdem von den Typen. Geht der eigentlich kaputt irgendwie? Schaut irgendwie überhaupt nicht so aus. Ohne Witz. Das liegt wahrscheinlich am Lack. Der hat eine perfekte Panzerung drauf. Erstmal ernsthaft, warum geht dieser Wagen da nicht kaputt? Ach, danke. Hat sich erledigt. Und der Polizeiwagen auch gleich mit. Es gibt gleich eine saftige Explosion, die sich gewaschen hat. Oh ja. Und da kommt gleich noch der nächste Polizeiwagen. Und kaboom. Und kaboom. Und bumm. Und der auch noch. Und bumm. Und jetzt ich noch. Ich will mitmachen. Und kaboom. So, ein bisschen erfüllt. Das war eben gerade voll die Bombenstimmung. Und ich habe nicht mal die Zeit gestellt. Sehr geil. Echt herrlich. Ich würde sagen, ich nehme jetzt noch 5 Minuten auf. Ich wette, das waren auch sogar schon 5 Minuten, die wir vertrödelt haben. Würde ich mal so glauben. Ja, ich habe gerade die Zeit gestellt. Also werde ich jetzt nur noch 5 Minuten auf reinhauen. Oder besser gesagt, komm, wir machen noch eine Mission und dann ja, werde ich den Part beenden. Auch wieder zum R. Und ich werde eh jetzt in dieser Mission, die jetzt kommt, failen. Warum? Weil ich es irgendwie weiß, weil es irgendwie immer passiert. Hallo? Ah, tödliche Bootsfahrt. Also eine Bootsfahrt anscheinend. Ach, komm. I think my partner's a rat. We gotta shut him up permanently. He goes fishing out of his boat near the lighthouse on Portland Rock most nights. Steal a police boat. Make sure his backstabbing plans are sunk. I want him sleeping with the fishes, not eating them. Komm noch mit. Du hast ja nicht jetzt nicht mehr deine Krankheit oder so. Naja. Egal, also ein Polizeischiff klauen, beziehungsweise ein Polizeiboot. Und ja, das ist der falsche Weg. Definitiv. Da geht's raus. Und ja, dann wollen wir mal den Verräter da erledigen. Und das ist bestimmt gerade die falsche Richtung, oder? Na, mal gucken. Sicher muss ich gleich hier runter, oder? Oder muss ich hier rüber? Ach, ich muss anscheinend hier rüber. Okay, auch gut. Echt nice. Ja, da ist auch schon der Steg, den sehe ich auf der Minikarte. Rechts da. Kann ich so rüber einfach? Nee. Schade. Home sweet home, würde ich mal sagen. Ich dachte schon... Der überschlägt sich jetzt gleich, der Wagen. Aber nee, das war nicht so. Das ist super. So. Der überschlägt sich immer noch nicht. Okay. Ist auch gut so. Wie komme ich jetzt zum Steh? Gut, hier bin ich falsch. Wie komme ich jetzt zum Steh? Wie geht's hier runter? Wo geht's jetzt hier runter? Komme ich hier überhaupt runter? Ich glaube,
gerade gar nicht, dass ich hier runterkomme. Hä? Jetzt mal im Ernst, hier ist kein Weg, der nach unten geht. Hä? Da vorne ist der einzige Weg und da wir ja nicht schwimmen können, nützt das uns wenig. Moment, ich fahre einfach mal weiter. Die Mauer ab, vielleicht gibt es doch irgendwo einen Weg, wo man runter kann und dass der Wagen brennt. Und bumm. Da geht's runter, oder was? Kann das angehen? Nö. Kann ich da hoch? Jo, da kann ich hoch. Ja, ich will da rauf. Danke. Hä, wie soll man denn da runter? Sicher mit einem anderen... Ach, der Tunnel. Den Tunnel gibt's ja auch noch. Ich will... Na komm, wir nehmen den Tunnel. Ich will keine Leben verlieren. Wegen den Sturz. So. Dieser Wagen ist beschlagnahmt. Gehen Sie bitte raus. Danke. Ich leih ihn mir mal kurz aus, ne? Naja. So, da ist der Tunnel. Dann wären wir auch schon beim Steg. So einfach geht das. Oh, ich dachte schon. Der bremst jetzt nicht richtig ab. Aber gut gemacht, so. Da ist das Polizeiboot. Gut, dann wollen wir mal den Typen erledigen. Dumm, dumm. Ist ganz schön wellig hier. Wie man merkt. Ja. Schade, dass es hier kein. Gibt es hier Einschüttung? Sirene? Nö. Nö. Kein Radiosender. Kein Funkspruch. Kein Funk irgendwie. Keine Sirene, kein gar nichts. Ist total langweilig hier auf das Boot. Mann. Aber wir sind ja eh gleich da, oder? Jupp, wir müssen gleich da sein. Oder? Jo, da sind wir auch schon. Und da ist der Typ. Der hat auch ein Polizeiboot. Was macht denn der? Ach, so angelt er seine Fische. Gute Technik, echt. Und so kann man es natürlich auch machen. Hat der auch ein Polizeiboot? Das schaut so aus, ne? Oder nee, das ist kein Polizeiboot. Quatsch. Ah, egal. Auf jeden Fall erledigen wir mal den Typen. Ist auf jeden Fall leicht, wegen der ist ja gleich kaputt außerdem und was soll's. Ja, schon kaputt. Und fertig. Erfüllt. Damit wäre auch schon die Mission erfüllt und jetzt bloß eine Frage, wo ein Steg ist, wo ich wieder rauf kann, um ans Land zu kommen. Das wird wieder mal ein Spaß. Obwohl hier in der Nähe... Ach, da ist gleich ein Strand. Ach, das ist ja herrlich. Strand, ich komme. Ich will weiterfahren mit meinem Boot. Weiter. Dann nicht. Ja, das Boot spackt erstmal hier eine Runde ab. Lassen wir es abspacken. Und nehmen uns den Wagen hier. Gut. Kommen wir da hoch? Nein, sicher nicht. Sicher nicht den Sender. Genau den hier. Lalalala. Na komm. Hat keinen Sinn. Ich laufe eher hoch. Oh, ich werde gleich wieder beschossen. Ah, ich bin im Mafia-Gebiet. Merke ich gerade. Hi, Mafioso. Tschüss, Mafioso. So, mal den Sender wechseln, ja? Ist es wahr? Ich glaub's auch. Dann nehme ich mir halt einen neuen Wagen. Nix da. Alter! Wollt ihr mich eigentlich völlig schnatzen gerade? Ich habe einen neuen Wagen, also von daher interessiert mich nicht, ne? Es gibt genügend Wagen hier, ne?
werde schon wieder beschossen. Oh, what the hell? Willst du mich eigentlich völlig schnatzen grad? Ey, wie die auch mit ihren ganzen Shotguns hier rumschießen müssen, ey, ich glaub's auch, ey. Mann, das kotzt mich gerade extrem an. Aber dafür sind wir auch direkt an der Brücke. Toll, jetzt kann ich mir die ganzen Waffen nochmal neu kaufen eigentlich. Wir hatten eine Bazooka dabei, Raketenwerfer also. Und all schöne Sachen. Und dann passiert so ein Mist. Ist geil. Na egal. Ja, beballert mich weiter, ey. Erledigt mich doch gleich wieder. Ihr könnt es ja so super mit euren Shotguns. Boah, könnt ihr doch einfach mal aufhören. Es reicht langsam. Ich habe gar nichts mehr mit der Sache zu tun. Die Triaden sind auf mir. Die Mafioso sind auf mir. Mal gucken, ob wir die Yakuza auch noch auf unsere Seite kriegen. Dass sie uns auch noch anballern. Bestimmt, ey. Mann. Komm, das hat sonst keinen Sinn mit den Wagen. Ich nehme lieber den hier. So. Ist doch schon viel besser. Ich werde jetzt zum Unterschlupf fahren und dann werde ich diesen Part beenden. Und beim nächsten Part werden wir uns auf jeden Fall beim Ammunition Shop mal nochmal blicken lassen, um neue Waffen einzukaufen. Denn wir haben ja gar keine mehr wegen den ganzen tollen Mafiosos, die mit ihren Shotguns hier rumhantieren müssen. Die Shotguns machen auch einen Schaden irgendwie an den Wagen. Irgendwie 2 Schüsse oder so. Und der Wagen ist Geschichte irgendwie. Das ist voll extrem. Das ist echt krank. Naja. Da sich ein Wagen, der schon schneller ist. Oh ja, das ist ein Infernus. Den schnappe ich mir. Wenigstens etwas. So, Sender wechseln. Gut. Und gleich mal den Wagen zur Nichte fahren. Da ist ein Banshee. Anhalten, ich will lieber deinen Wagen. Steig ein, Mensch. So. Der Wagen ist doch schon viel besser. So. Dann sehen wir uns beim nächsten Part von GTA 3 wieder. Bis dann.